In vorherigen Videos habe ich für diese Schaltung hier diese Ströme schon mal im Zeitbereich ausgerechnet und grafisch dargestellt, und im letzten Video wurden diese Ströme dann auch als komplexe Zeiger ausgerechnet aus den jeweiligen Teilimpedanzen und der Gesamtimpedanz und auch wieder in den Zeitbereich zurücktransformiert. Und da kam man natürlich, wenn man das alles vernünftig macht und richtig macht, auf die gleichen Ergebnisse, die man auch vorher im Zeitbereich bekommen hat. Worum es jetzt in diesem Video hier nochmal gehen soll, und das wäre sozusagen Teil C dieser Aufgabe, den Gesamtstrom I Gesamt hier unten diesen Zeiger nochmal als Summe dieser beiden Teilströme auszurechnen. Also einfach den Knotensatz hier an diesem Knoten, dass sich der Gesamtstrom als Runer Effektivwertzeiger einfach aus der Summe dieser beiden anderen Ströme ergibt. Also IR als Runer Effektivwertzeiger und IC als Runer Effektivwertzeiger. So, und das Gute ist, IR und IC, die wurden hier vorher schon mal ausgerechnet. Das einzige Problem ist halt, die stehen jetzt hier in dieser Exponentialschreibweise da mit Betrag und Phasenwinkel und Betrag und Phasenwinkel. Um diese Summe hier auszurechnen, wäre es eben nicht verkehrt, wenn man die jetzt in Real- und Imaginärteil umwandelt. So, und das heißt, um diesen Strom hier umzuwandeln, bräuchten wir die 10 Ampere mal den Kosinus von 30 Grad, dann plus J 10 Ampere mal den Sinus von 30 Grad, und das gleiche bräuchten wir auch noch für diesen zweiten Strom hier, also 10 Ampere mal den Kosinus von 120 Grad plus J 10 Ampere mal den Sinus von 120 Grad. Und das Ganze kann man jetzt einfach mit seinem Taschenrechner ausrechnen. Der Kosinus von 30 Grad ist Wurzel 3 durch 2. Also das sind halt ungefähr 8,66 Ampere für diesen Teil. Der Sinus von 30 Grad ist genau 0,5. Die Hälfte von 10 sind also J 5 Ampere. Der Kosinus von 120 Grad ist minus 0,5. Also minus 0,5 mal 5 sind minus 5 Ampere. Und der Sinus von 120 Grad, das sind wieder Wurzel 3 durch 2, also stehen hier plus J 8,66 Ampere. So, und das kann man jetzt zusammenfassen und kommt da drauf, also Realteil zusammengefasst, das minus das, 8,66 minus 5 sind 3,66 Ampere. Und 5 und 8,66 zusammen sind eben J 13,66 Ampere. So, und das, der auf diese Art und Weise per Knotensatz bestimmte Gesamtstrom, der sollte natürlich genauso groß sein wie der Gesamtstrom, der hier unten steht, der aber über die Gesamtimpedanz berechnet wurde. Ja, die Frage ist jetzt, ist das nun das gleiche wie das oder ist das was Unterschiedliches? Naja, hier oben steht es halt einfach in der kartesischen Form da, dieser komplexe Zeiger als Realteil und als Imaginärteil. Hier unten steht er als Betrag und als Phasenwinkel. Das heißt, naja, wir müssten das mal noch umrechnen. Also hier oben könnte man jetzt rechnen, die 3,66 zum Quadrat plus die 13,66 zum Quadrat. Das sind ungefähr 200, und die Wurzel von 200 sind eben 14,14 Ampere und E hoch J, und den Phasenwinkel bekommt man eben raus, indem man die 13,66 teilt durch die 3,66, also den Imaginärteil durch den Realteil teilt. Das sind ungefähr 3,7, und davon den Arcus Tangens ausrechnet, und dann kommt man auf 75 Grad. Und dann stellt man fest, okay, das ist genau das gleiche, was hier unten steht. Das sollte also passen. Andersrum könnte man auch sagen, okay, wir wandeln mal das hier unten um in Real- und Imaginärteil. Das würde eben gehen, schreibe ich mal einfach noch hier neben, indem man sagt, das wären die 14,14 mal in Klammern der Kosinus von 75 Grad plus J der Sinus von 75 Grad
hier noch die Ampere mit dazu natürlich. Und das jetzt einfach nochmal ausgerechnet. Der Cosinus von den 75 Grad, das sind ungefähr 0,25 oder 0,28 mal 14,14 mal diesen Wert hier, macht zusammengerechnet 3,66 Ampere. Das ist schon mal der gleiche Wert, der da oben steht, plus J. Und der Sinus von 75 Grad, das, was hier steht, sind 0,69 oder 0,67 mal 14,14 ergibt eben auch 13,66 Ampere. Und das ist auch das Gleiche, was da oben steht. Also zeigt uns diese Rechnung, ja, das funktioniert, ob man diesen Gesamtstrom über die Gesamtimpedanz, die komplexe Gesamtimpedanz dieser Schaltung oder über die Summe dieser beiden Teilströme ausrechnet. Wenn man das richtig macht in der komplexen Rechnung, kommt man mit beiden Varianten auf das richtige Ergebnis. Das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Im nächsten Video geht es darum, diese Teilströme jetzt nochmal aus dem Gesamtstrom mithilfe der Stromteilerregel auszurechnen.